Bei uns geht es weiter in der Hansa-Konferenz mit einer neuen Rubrik. Sie nennt sich First Pick Östadi. Höhö. Aha, sehr kreativ, um den Österreich-Bezug unterzubringen. Und das Ganze funktioniert so: Wir werden gemeinsam eine Frage mit unserer Community beantworten. Und jeder von uns dreien hat einen Pick, aber ein Pick darf natürlich nicht wiederholt werden. Die Frage lautet in dieser Episode: Was ist das legendärste Stadion der Bundesliga-Geschichte? Ihr habt noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Wir hören mal rein beim Sportdirektor des SC Altach bei Roli Kirchler. Die Kurm. In der Kurm aufzuwärmen war brutal als Jugendlicher oder als junger Spieler, weil da hat man beim Aufwärmen dann ungefähr 5 bis 10 Bier über den Kopf geschüttet gekriegt und man hat sogar teilweise nicht auf der Ersatzbank sitzen dürfen, sondern in der ersten Reihe auf der Tribüne, und das war schon einfach legendär, wenn man das als junger Spieler mitkriegt. Die Kurm auch bei vielen Usern bei uns sehr beliebt gewesen. Also wir haben, glaube ich, über 200 Kommentare reinbekommen. Ich würde gerne auch gleich zu Beginn ein paar durchgehen. Lieber Kollege Thomas Druckesitz hat das Lindenstadion natürlich vorgeschlagen, mit seiner SCR Eisenstadt Connection. Ja klar, auch Patrick Schimani hat geschrieben: Unpopular Opinion, aber ich habe den alten Auswärtssektor in der Südstadt immer geliebt. Es war so Prager, aber wir haben heute keine Berg-Feeling. Beste Auswärtsfahrten als Wiener Kind. Du bist da. Es sind beide Wiener Bazis. Wie war das damals in der Südstadt? Südstadt Stiegen sind schon so klassische Terraces irgendwie. Oder? Ja. Ich finde auch, also die Admira hat, die Südstadt hat einen eigenen Flair. Ich habe das eigentlich immer ganz gut. Ich habe es tatsächlich so nie in die Südstadt geschafft. Also, ja, wirklich nicht. Also ich war schon in einigen Stadien in Österreich, aber die Südstadt hat tatsächlich noch nicht dazu gezählt und schockiert mich gerade selber ein bisschen eigentlich, weil so weit wäre es gar nicht weg. Na, eigentlich. Hat sich eigentlich nie ergeben. Aber wie gesagt, Krum, sehr oft gepickt. Auch hier ein Kommentar von Sebastian Mazia, der hat geschrieben: Krum, vom Studentenheim durch den Stacheldraht durch mit ein paar Bällen und geht schon. Auf dem Platz, wenn die Polizei gekommen ist, schnell zusammengepackt und durch den Stacheldraht verschwunden. Torabschlusstraining mit Adrenalin. Gut, böse Zungen behaupten ja, dass oft wesentlich mehr Fans in der Kurm waren, als dann angegeben worden ist, damit Hannes Kartnick die Zuschauereinnahmen nicht versteuern musste. Ja, gut. Ja, auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit, um vielleicht ein bisschen Geld zu generieren. Ja, fangen wir an. First Pick, wir haben gesagt, der Jüngste im Kreis darf beginnen. Wer bzw. welches Stadion ist dein First Pick? Ich bleibe dafür in Wien und nehme die Naturarena Hohe Warte. Hat einfach einen gewissen Charme, hat Tradition, gibt es jetzt seit über 100 Jahren. Es gibt, glaube ich, auch dieses Spiel mit wir haben vorhin nochmal drüber geredet, über 80.000 Zuschauer. Beeindruckend kann man sich heute gar nicht vorstellen, obwohl es schon wünschenswert wäre, zweite Liga mit 85.000 Leuten, auch wenn es sich nicht ganz ausgehen würde. Aber ja. Wer weiß, was passiert. Aber na, die Naturarena Hohe Warte hat einfach einen Charme. Ich bin auch froh, eben, dass sie auch wieder zweite Liga Luft schnuppern kann. Und schauen wir mal, die Ziele bei der Wiener sind auch groß, vielleicht dann auch eines Tages in der Bundesliga und bei uns dann in der Ansa-Konferenz. Aber ja, die Hohe Warte, die hat es mir einfach angetan. Absolute Kultstätte. Ja, also, schon sehr legendär. Ja. Habe ich auch schon immer sehr sympathisch gefunden. Generell die Stimmung auch auf der Hohen Warte, ähnlich wie beim Wiener Sportclub. Ich meine, zwar wollen sie jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber vom Feeling her, es ist sehr positiv, finde ich. Weil ich finde es so geil, die haben damals, wie sie es gebaut haben, 1921, glaube ich, da war es ja doppelt so groß als das nächstgrößte Stadion in Österreich. Es ist so, wie wenn jetzt irgendwer 100.000 das Stadion irgendwo hinknallen würde, einfach. Ja. Ja, vielleicht wird es das bald geben, gell? Nationalstadion, ja. Oder? Irgendwo in der Seestadt bauen sie 150.000er Stadion hin. Nein, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ganz ehrlich, das ist mein Hot-Tag, wir brauchen eigentlich kein Nationalstadion. Das nehmen wir noch mit einmal. Ja. Der Dennis Schrott hat auch geschrieben, er hat nämlich auch die Hohe Warte erwähnt. Er hat geschrieben: Es geht in Österreich nichts über die Hohe Warte. Dieses Stadion ist einmalig in Europa und gehört zu denen, die man einmal gesehen haben muss. Also auch hier. Grande, unterschreibe ich. Harald, mach du weiter. Ja, gerne. Mit deinem. Ich bin schon gespannt, aber du hast die Marswiese angeteilt. Ich hoffe, es ist nicht die Marswiese geworden. Mein First Pick ist das Mattersburger Pappelstadion. Oh, ja. Weil es so klassisch österreichisch ist.
wie es noch geht, das hat einfach alles gehabt, was man braucht. Die Stahlrohrtribüne, die du in den 2000ern einfach braucht hast, um halbwegs Street-Credibility zu haben. Die Wiese, das überriesige VIP-Zelt und ein Balkon als Pressetribüne. Und wer noch immer nicht überzeugt ist, Schnitzelsemmel. Ja, und die große Tribüne hat schon cool ausgeschaut. Also gerade ja, in der Aufstiegssaison, wie die ganze Hütte voll war, ich meine, das hat schon einen geilen Charme. Nein, es hat einfach alles gehabt, das Stadion. Also diese wirklich nette Tribüne, dann das Stahlrohr, dann die Wiesen, dann das VIP-Zelt auf der anderen Seite, dann das Vereinshaus mit dem Balkon, was da Plastiksesseln hingestellt haben, und das war die Pressetribüne. Da hat er damals als die Austria Cup-Sieger geworden ist, in Mattersburg. Gegen die Admira, oder? Gegen die Admira, ja. Wer war damals Admira-Trainer? Azimovic Doppelpack, ich weiß gar nicht mehr. Dagsbacher war damals Austria Cup-Sieger-Trainer. Okay. Und dieser Balkon ist gefliest. Und dann haben die angefangen, den Sekt dort herumzuspritzen und sind halt mit den geschraubten Stoppler auf den feuchten Fliesen herumgehend. Ja. Also lebensgefährlich. Das, ganz ehrlich, das Pappelstadion haben auch ganz viele User von uns erwähnt und haben das eigentlich auch aus First Pick dann genommen. Also hohe Warte, mit dem habe ich gerechnet. Pappelstadion, bei dir habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber es sind ja schon noch viele legendäre Stadien. Wollen wir mal deines hören und dann sagen wir, was wir vergessen haben. Ich will mir jetzt noch überlegen, was ich jetzt nehme, weil ich meine, doch, ich nehme es jetzt einfach, weil wir haben noch keinen Rapid-Content in der Folge gehabt und wir müssen natürlich als Rapid1.at müssen wir Rapid unterbringen, oder? Das hat er bestanden, klar. Ich weiß zunächst, das ist jetzt vielleicht gar nicht so dieses Flair gehabt und es war gar nicht diese Festung, wenn du zurückdenkst an die 90er-Jahre oder also Anfang der Nullerjahre. Aber diesen Mythos St. Hanapi hat sich dann eigentlich erst so wirklich in die Nullerjahre entwickelt. Gerade so 2004, 2005 und ich finde, so Peak hat es dann eben auch in der Meistersaison 2007, 2008 gehabt. Das war dann schon cool, wenn du dich gerade an dieser Zeit erinnerst, so dieser, nach dem Umbau, die Tribünen haben, dann sind dann überdacht worden und es war komplett anderer Sound auch im Stadion. Finde ich schon, dass das einer der legendärsten Grounds war, haben auch viele User von uns gepickt. Ich hätte aber eigentlich ja noch das Tivoli-Stadion. Na, bleib mal kurz Hanapi, es war halt vor allem dann eben als sich diese Fankultur dorthin entwickelt hat bei Rapid, wo sie jetzt ist, ja, also so ab der Hicke-Ära eigentlich, muss man sagen. Es war halt für jeden Gegner unangenehm, in dieses Stadion zu kommen, ja. Weil du hast halt nicht nur die Fantribüne gehabt, sondern halt auch die Längsseiten und vor allem da halt die Richtung Fantribünen sind, wo halt auch Stimmung gemacht worden ist, ja, wo du halt leicht einmal eine Bierdusche gekriegt hast oder zwei und so weiter. Also das hat das Hanapi schon ausgemacht auf jeden Fall. Ja, ja, aber was mir fällt zum Beispiel jetzt schon, das Innsbrucker Tivoli-Stadion, also ich war mir ziemlich alt sicher, dass du... Ja, natürlich ist es alte. Also. Entschuldigung, das neue Innsbrucker. Ich meine, okay, zur Europameisterschaft, dieser zweite Rang um den, das habe ich geil gefunden. Ja. Aber das alte Tivoli-Stadion. Ich meine, mit dem sind wir halt eher aufgewachsen. Ich meine, du jetzt nicht, aber ich glaube, solche legendäre Stadien ist eine subjektiv nostalgische Sache, würde ich mal sagen. Und die Stadien, mit denen man halt aufgewachsen ist, mit denen man vielleicht noch etwas verbindet, und Innsbrucker Tivoli damals ja schon auch sehr erfolgreich gewesen in den 90er Jahren. Ich weiß nicht wieso, ich denke immer an Zoki Barisic im FC Tirol Trikot, ja, wie am Freistoßtrikot. Ja, es war auch das Stadion in Lehn und so weiter. Ja. Ich meine, andererseits glaube ich, dass man da schon im Nachhinein schon viel verklärt, ja. Das waren schon abgefuckte Hitten. Ne? Das muss man schon auch dazu sagen. Ja, okay, aber sie haben zum Teil mehr Charme als die Stadien, die jetzt gebaut haben. Das ist ein Einheitsbrei, der eigentlich gar nicht mehr abholt. Also ich habe mir auch zu Beginn, Wanda Metropolitano, bestes Beispiel, Atletico Madrid, ich meine, Vicente Calderon, das war echt ein mega geiles Stadion. Ja. Mal, auch das war abgefuckt, auch für spanische Verhältnisse. Aber das Wanda Metropolitano ist richtig schön, aber das spielt gar nichts. Das spielt gar nichts, wenn der Atletico drinnen spielt. Es fehlt ein bisschen die Abgefucktheit, meinst du? Ja, und ich finde es einfach, solche Stadien haben zum Teil einfach viel mehr Charme, weil sie vielleicht eher auch zum Teil passiert sind. Es gibt nur Stadien, in denen die im 20. Jahrhundert, die einfach dann auch so zusammengeschustert worden sind. Jetzt habe ich zum Abschluss noch einen Take. Ja. Die Stadt Graz arbeitet ja daran, wieder so ein Stadion zu kreieren. Ne? Ja, zum Beispiel. Nein, aber auch zum Beispiel das Vorwärtsstadion. Auch das Vorwärtsstadion in Steyr, sehr oft
oft auch gepickt worden bei unseren Usern. Auch das hat einen eigenen Charme. Mhm. Das finde ich viel interessanter, als wenn man jetzt so ein super, hypermodernes Stadion hinklatscht. Vielleicht ist man da auch zu sehr Fußballromantiker und man ist eben mit diesen Stadien aufgewachsen. Auch die Krum hat diesen britischen Flair einfach gehabt. Mhm. Und deswegen verstehe ich die ganzen Picks unserer User, aber auch natürlich auch die Picks von dir und dir. Und auch jeder User, der etwas jünger ist, der natürlich jetzt sagt, für mich ist das legendärste Stadion das Allianz-Stadion oder die Red Bull Arena oder das neue Tivoli-Stadion oder das Wörthersee-Stadion. Sehr schöne Stadion. Ne? Es sind ja, alles sehr schöne Stadien. Es wächst eben dann auch mit anderen Dingen auf und es ist dann auch verständlich, dass dann eben auch andere Stadien als legendär empfunden werden. So ist dann aber, glaube ich, auch gewesen sein. First Break ist abgeschlossen und damit auch die Answer-Konferenz Episode Nummer 1. Wird es euch gefallen? Das ist viel wichtiger, wie es den Leuten da draußen gefallen hat. Ja, natürlich. Bitte bewertet uns mit 5 Sternen, folgt uns auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast und überall auf allen Kanälen bitte folgen. Das war's von dieser Episode. Und bis zum nächsten Mal bei der Answer-Konferenz. Ciao. Ciao. Servus. Wie warst du zufrieden mit ihm? Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen. Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und was soll ich jetzt auch sagen? Ich bin wirklich glücklich, dass ich habe keine Worte jetzt. Aus. Ende.